Ogerkeule. Warum können wir die. Warum ist die da nicht hier? Du bist zu dumm, geh weg. Ja, danke, Ukos. Finde ich sehr freundlich von dir. Jetzt müssen wir immer noch. Ach komm, bis wir wissen, wer wo und wer Konrad ist. Finde 3 Goldschalen, verschollen Vater, sprich mit Banditenhauptmann. Also, der Banditenhauptmann der Hafenstadt soll im Lagerraum von Sonjas Bordell sein. Also im Lagerraum. Also er soll im Lagerraum sein, aber ich habe keinen Lagerraum gefunden. Also wenn wir jetzt mal nochmal in Sonjas Bordell gehen, dann müssten wir irgendwo einen Lagerraum finden. Aber es gibt ja nur hier also den Eingang und dann 2 Räume, einen links und einen rechts. Und einen Lagerraum habe ich hier irgendwie ja nicht gefunden. Ne? Der Schrank. Vielleicht hier irgendwo. Vielleicht kommen wir hier irgendwo in den Lagerraum. Vielleicht habe ich was übersehen. Nö. Och, erstmal baden. Wir stinken so. Ja, wir sind Gamer, wir stinken halt, ne? Ach, mit Kleidung so bade ich auch immer. So, genug gebadet. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ach Gott, dann fragen wir halt Sonja. Die Schatulle nehmen wir lieber nicht. Brauche Informationen. Ich brauche Informationen. Was willst du wissen, Süßer? Erzähl mir was über die Banditen des Don. Nein, 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 so läuft das nicht, Schätzchen. Das ist doch keine Frage. Ich sagte, du stellst eine Frage und ich gebe die Antwort, wenn ich kann, klar? Also, hier hast du dein Gold zurück. Versuch's nochmal. Was genau wollen die Weißen in der Stadt? Wer erzählt zu den einflussreichen Bürgern? Wie ist die Unterlage? Wo finde ich den Banditenhauptmann der Stadt? Seine Jungs haben mich zu ihm geschickt. Wenn das so ist, Skordo sitzt hinten im Lagerraum. Im Waschraum gibt es einen geheimen Schalter hinter einem Bild an der Wand. Die Geheimtür, die er öffnet, wird dich zu ihm führen. Ah ja, danke. Ah ja, gut. Also hier ist der Waschraum und da ist ein Bild. Und hier hinter einem dieser Bilder müsste doch dieser Schalter sein. Hä? Hier sind doch nur 2 Bilder. Hallo, Schalter? Vielleicht meint sie ja kein Bild im Waschraum, sondern ein Bild generell. Vielleicht nur diesem Bild oder... Hier hängen aber auch so viele Bilder. Das Bild. Das Bild? Nein, das auch nicht. Vielleicht hat dieses Bild, das hängt so auffällig. Nein. Das Bild finde ich sehr auffällig. Nee, da ist auch nichts. Sie hat mir zwar gesagt, wo ich... Da ist ein Schalter, aber vielleicht muss ich sie nochmal was fragen. Ich brauche Informationen. Was willst du wissen, Süßer? Nein, da ist nichts. Sie hat gesagt, im Waschraum ist da ist ein Bild und hinter dem ist ein Schalter. Red mal mit ihr. Du kennst Kapitän Stahlbart? Ach, ich wünschte, ich hätte mich nie mit ihm eingelassen. Das Blaue vom Himmel hat er mir versprochen. Und dann war er eines Tages einfach verschwunden, der Schuft. Alles, was er mir hinterlassen hat, war diese stinkende Baracke in der Gosse. Und was hat sie mir gebracht? Nichts als Ärger. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Also lass mich damit in Ruhe, okay? Ah ja. Erikson hat seine Packung bekommen. Ja, ich habe gesehen, dass er ordentlich Prügel bezogen hat. Das war klasse. Aber ich fürchte, das reicht mir nicht. Er wird immer noch hier auf der Bank sitzen und mich anstarren. Ich schätze, Erikson wird sich hier nicht mehr blicken lassen. Endlich ist der Spuk vorbei. Du bist toll, weißt du das? Ich danke dir, mein großer Held. Hier hast du mein ganzes Gold. Ich werde mich jetzt erstmal hübsch machen. Und du? Pass auf dich auf, ja? Danke.
Du auch. 70 Gold ist aber nicht allzu viel. Naja. Ich meine, wir haben ja schon genug Gold. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, wo dieser Schalter ist. Der ominöse. Hinter. Sie hat gesagt, hinter einem Bild. Ist hier aber nichts. Die hat uns gelinkt. So wie ich das sehe. Nein. Nein, das glaube ich einfach nicht. Da muss ein Schalter sein. Hüpf? Nö. Nee. Nein, da geht's auch nicht. Da muss doch ein Schalter sein. Ach, Da fuck. Naja, okay, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Bist du der Hauptmann? Hey du, was willst du hier, Mistkerl? Wer hat dich geschickt? Entspann dich, ich bin hier, um euch zu unterstützen. Ist das so? Ja. Na, dann bin ich ja mal gespannt, was du zu sagen hast. Was hast du anzubieten? Ich habe hier einige seltene Artefakte. Kannst sie dir ja mal ansehen. Du siehst aus, als könntest du sie dir leisten. Ja, vor allem ich hier mit diesem Hemd und so, ja. Warum sitzt du hier im Lagerraum? Ich habe hier wichtige Dinge zu erledigen. Mehr musst du nicht wissen. Wie rumzusaufen und so, ne? Ich glaube eher, dass du dich hier versteckt hältst. Hast du was ausgefressen? Mach ruhig so weiter. Und ich schwöre dir, du wirst noch mächtig Ärger bekommen. Ja, ja. Woher bekommst du deine Artefakte? Na. Du willst mir doch nicht etwa Ärger machen, oder? Nein. Du kannst froh sein, dass ich sie dir anbiete. Was sollte dir reichen? Hast du vielleicht einen Stängel für mich? Hör zu, Mann. Ich würde dir ja einen geben. Aber ich habe selber nur noch einen. So, ich habe ihm mal das Schwert geklaut. Du kannst mir vertrauen. Du kannst mir vertrauen. Ich bin auf eurer Seite. Tatsächlich? Moment mal. Du bist doch nicht etwa dieser Schiffbrüchige, der meinen Jungs in der Stadt geholfen hat. Oder? Ich schätze, genau der bin ich. Ha! Warum sagst du denn das nicht gleich? Mein lieber Mann, du hast es den Weißen aber ganz schön gezeigt. Das war gute Arbeit. Wenn du so weitermachst, wirst du es bei uns Banditen noch sehr weit bringen. Gut. Was genau ist eure Aufgabe hier in der Hafenstadt? Ich habe mit den Jungs gesprochen und sie halten dich für einen guten Mann. Nun gut. Du hast uns bewiesen, dass du auf unserer Seite bist, Kleiner. Ich denke, ich kann dir mit ruhigem Gewissen von unserem Plan erzählen. Also hör zu. Ich leite die Geschäfte des Don in der Stadt, solange er fort ist. Ich halte für ihn Augen und Ohren offen und sorge dafür, dass die Stadt bald wieder uns gehört. Aber wir sind ein Level aufgestiegen. Was schmuggelt ihr? Wie schmuggelt ihr die goldenen Artefakte aus der Stadt? Wir haben einen Tunnel, Kleiner. Er führt direkt vor die Mauern der Hafenstadt. Solange die Weißen den Ausgang des Tunnels nicht entdecken, kommen wir ungesehen rein und wieder raus. Verstehe. Cool. Gibt es ein Artefakt, das dich besonders interessiert? Eins? Genauer gesagt sind es gleich drei. Es heißt, hier in der Stadt seien drei sehr wertvolle Schalen aus Gold im Umlauf. Wenn du die Schalen auftreiben kannst, würde ich dir, sagen wir, 600 Goldmünzen dafür zahlen. Das Angebot mache ich dir allerdings nur, wenn du mir alle drei bringst. Klar? Ja klar, aber ich würde erstmal kurz handeln. Was hat er denn? Ein Ring? Noch ein Ring? Was ist das denn? Witz erzählen, Schriftrolle. Ein guter Lache lässt einen so... Ah ja. 100 Goldstücke für einen Schriftrolle, okay. Armbrust plus 1, maximale Lebensenergie plus 1. Oh, das ist doch gut. 300. Boah. Ja komm, dann lassen wir das weg. Und ein Schwert. Das macht 30 Schaden, das hier macht 15. Ja, dann verkaufen wir erstmal noch sein eigenes Schwert.
Hat Stil, nicht wahr? Mal gucken, wie viel bringen die Dinger eigentlich dann? Ach nee, für den Preis behalte ich die lieber. So, was können wir noch verkaufen? Dass sie so ein bisschen wieder reinbekommen. Ja, eigentlich relativ gar nichts. Was ist das denn? Den Teller. Die Ogeraxt. Wolfsfell. Ein Messer. Jo. Aha. Beenden. So, erstmal Ende. Dann gucke ich mal den Ring. Warte mal. Wenn ich den anlege, habe ich weniger Lebensenergie. Da. Ach so. Jetzt verstehe ich. Wenn ich jetzt einen kleinen Heiltrank trinke, dann ist es Ah, ja. Okay. Verstehe. Ich gucke mich erstmal noch ein bisschen hier im Lagerraum um. Was haben wir denn hier? Erstmal speichern. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ah ja, der versteht nichts davon. Vielleicht kann der mir ja Schlösserknacken beibringen. Ich meine, ist immerhin hier der Hauptmann in der Stadt, ne? Besorge Gold. Frag mich erstmal das. Zu den Ordenskriegern hier in der Stadt? Ein Haufen fanatischer Idioten. Sie tun exakt das, was der Inquisitor ihnen sagt. Sie sind nicht bestechlich. Und das ist es, was ich an ihnen nicht mag. Ah ja. Ich besorg dir die 3 Goldschalen. In Ordnung. Aber lass dir die Dinger nicht abnehmen, wenn du sie gefunden hast. Klar? Ja. Doch schade drum. Aha. Aber ich mache jetzt erstmal Pause und sage Tschüss.